Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es endlich mal wieder eine Anime-Review. Ihr habt es euch oft in den Kommentaren gewünscht und hier kommen nun wieder welche. Und es liegt natürlich auch daran, dass die Folgen in One Piece aktuell wieder richtig gut sind. Es macht richtig Spaß, wieder den Anime zu verfolgen und demnach kommen jetzt auch wieder Anime-Reviews. Und die mache ich ab jetzt auch nicht mehr alleine, denn ich habe den guten Sinan dabei. Mit denen mache ich eigentlich ganz gerne mal was, auch im Livestream. Und jetzt habe ich ihn mal endlich zu einem Video auf meinen Kanal geholt und ja, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, würde ich. Jo. Shinx hier und ja, wie schon gesagt, die Folgen werden immer geiler und ich weiß nicht, soll ich direkt anfangen? In der letzten Folge sind wir da stehen geblieben, dass Peckoms gerade niedergeschossen wurde, gerade mit so einem Open End und ja, in dieser Folge haben wir das gesehen, was wir eigentlich sehen wollten. Peckoms lag auf dem Boden, okay, das ist auch Geschmackssache, ob wir es sehen wollten, aber Capone, ich muss sagen, an meiner Stelle, hey, Capone ist einer meiner Lieblingscharaktere und als ich das da gesehen habe, wie bad ist, der da auf ihn niederschaut und den da niederstreckt sozusagen, die Leute aus seiner Festung da auf ihn rausschießen und dass wir das so unzensiert bekommen, das hat mich zum einen gewundert, aber ich fand's übertrieben cool und da kann man schon mal sehen, hey, langsam geht schon wieder der Anime auch mal ein bisschen in die brutale Richtung. Ich meine, wir haben jetzt zum einen die Zensur in der letzten Folge gesehen, als Inuarashi und Nekomamushi an den Pranger hangen, als Jack sie gefoltert hat und die hatten halt irgendwie schon Bandagen an und das hat mich voll gewundert. Das ist so ein kleiner Denkfehler gewesen. Ja, das ist immer im Anime so eine Sache. Am schlimmsten war es halt damals bei Whitebeards Kopf, obwohl ich es da auch noch halbwegs verstehen kann, denn im Manga wurde ja Whitebeards halber Kopf weggeschlagen, aber ist auch ein anderes Thema. Zu Beginn Capone auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ich glaube, das hat nochmal untermalt, dass dieser Charakter auf jeden Fall nicht so ein Rookie ist, der einfach mal so zur Seite geschoben werden kann und nur Kid, Ruffy und Law irgendwie so diese ganze Dominanz da ausstrahlen. Aber ich fand es enorm krass, weil bei Capone wurde irgendwie immer vermutet, ja, der will Big Mom auch hintergehen und ja, der versucht dann nur irgendwie so selbst über die Runden zu kommen, aber jetzt sieht man mal, wie weit dieser Typ eigentlich geht. Also ich meine, Peckoms ist halt ein älteres Mitglied als Capone ist und er schießt dieses einfach nieder. Also ich glaube, der hat sich da schon eine gute Position bei Big Mom erarbeitet und das war auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und das mit der Zensur, das war mir auch ganz, ganz wichtig, denn ich meine, wenn man im Anime das manchmal sieht, dann fragt man sich, okay, dieser Charakter ist sowieso nicht tot, aber hier könnte man wirklich vermuten, okay, Peckoms, das war's so. Weil so wie der zermöllert wurde, das sah richtig brutal aus und ja, das fand ich auf jeden Fall immer richtig, richtig nice, wie das dargestellt wurde. Danach kam aber was ich nicht so nice fand, um das mal kurz anzuteasern. Und zwar waren dann Sanji und Brook schon in ziemlicher kämpferischer Stimmung und wollten dann halt gegen Capone antreten. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr interessanter Kampf geworden. Capone hat ja dann noch seine ganzen Leute rausgeholt, aber ich glaube trotzdem, dass Sanji und Brook eine gute Chance gehabt hätten in offenem Fight. Hätte ich zumindest da vermutet. Aber dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, denn Nami und Chopper sind bereits gefangen genommen worden und dadurch hat man natürlich wieder die Schwachstelle der Strohhüte schlecht hin, denn Nami und Chopper sind wie immer useless, so nach dem Motto, und ja, sind gefangen genommen worden und demnach müssen sich Brook und Sanji da auch ein bisschen ja, klein beigeben und das hat mich echt ein bisschen aufgeregt. Also typisch Nami schon wieder, weißt du, so, die wird gefangen genommen und Sanji gibt danach. Das fand ich echt doof, das hat mich natürlich wieder gestört, aber wie fandst du das? Ja klar, wie du schon gesagt hast, es ist einfach wieder das der typische Schwachpunkt der Strohhüte, aber ich denke halt da, hey, wenn jetzt sowas nicht wäre, dann wäre wahrscheinlich die Geschichte auch nicht so abgelaufen. Alles in One Piece hat irgendwie seinen Sinn, auch wenn man sich natürlich fragt, hey, wieso hast du das jetzt nicht so gemacht und von wegen, wieso hast du jetzt nicht so gehandelt. Aber ich muss halt sagen, dass Nami und in dem Fall jetzt halt Chopper, ich frage mich halt da wirklich, hey, was ist denn eingefallen, dass sie denen noch hinterherlaufen, wenn die schon wissen, hey, Sanji und Brook sind dabei und die haben vielleicht noch irgendwo Caesar im Baum versteckt, wie wir es ja später gesehen hatten, wobei ich da noch vielleicht noch etwas sagen könnte, nämlich Capones Genialität, sage ich mal, oder ich sag mal, wie gut er einfach lügen kann, wie er gut aber irgendwas rüberbringen kann. Caesar hat sich ja in diesem Baum dort oben versteckt und ihm wurde halt einfach gesagt von Capone, hey, komm da runter, ich gebe dir noch irgendwie 3 Sekunden. Wobei das ja Vito davor gesagt hat, heißt sein Berater, so wie die ihn im Anime bezeichnet haben. Und der hat halt gemeint so, hey, der Caesar versteckt sich wahrscheinlich noch da oben. Dann hat Capone gemeint, hey, yo, Caesar, komm da runter, ich gebe dir 3 Sekunden, sonst schießen wir mit Seesteinkugeln auf dich. Ich dachte mir zuerst so, what the fuck, woher hat er diese scheiß Seesteinkugeln? Und danach hat er da runtergezählt, Caesar unter dem Rücken natürlich runtergekommen und dann hat er einfach angelogen und gemeint, hey, wir hatten gar keine Seesteinkugeln und das fand ich übertrieben genial und dass wir überhaupt sowas nochmal sehen, anhand von Lügen einfach nochmal in One Piece, weil das bekommen wir eigentlich nicht so oft, wenn ich mir das gerade so mal überlege, das ist übertrieben cool und des Weiteren kann man dann noch sagen, dass Caesar auch
ein übertriebenes Weichei ist. Wir haben ihn bei Punk Hazard gesehen, was für ein, ich sag mal, grob gesagt, was für ein Ficker er damals war. Und wie der darüber gekommen ist, mit seinem, ich sag mal, eigenen Labor, eigenen Palast sozusagen, wo er alles regiert. Und wie stark er damals so vorgestellt wurde. Und jetzt wird er einfach von Worten irgendwie, ich sag mal, runtergezwungen. Ja, also da muss ich auch mal dir auf jeden Fall zustimmen. Denn Caesar war auf Punk Hazard ein extrem krasser Typ. Seine Frucht ist von vielen auch als eine enorm unterschätzte Frucht angesehen. Also viele glauben, dass das wohl einer der stärksten Logia-Früchte ist. Und das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Zum anderen hatte er auch keine Seestein-Handschellen oder so, als er eben oben im Baum war. Und wir wissen, was er eigentlich drauf hat. Und eigentlich er, als einer der schlauesten Menschen der Welt, müsste doch wissen, dass Capone wahrscheinlich keine Seesteinkugeln dabei hat. Natürlich traut der Big Mom wahrscheinlich alles zu, aber trotzdem finde ich die Denkweise da ein bisschen doof und fand es auch schade, dass er quasi wie Nami und Chopper in so eine Schwachstellerolle gerückt ist in dem Moment. Das hat mich echt gestört, aber das mit den Seesteinkugeln fand ich enorm geil, weil ich musste in dem Moment auch nochmal richtig gut überlegen, so, hä, das im Manga, ich kenne das gar nicht, als ob die jetzt Seesteinkugeln haben. Da musste ich nochmal kurz überlegen und dann ist mir das erst wieder eingefallen und das war auf jeden Fall richtig, richtig krass geforeshadowed schon, denn ich glaube, sowas wird auf jeden Fall nochmal kommen, denn danach holen sie halt Caesar mit einem Speer, also mit so einem Speer, der ihnen dann halt die Kraft raubt und wir kennen das halt bei Waffen mit Seesteinen, auch die Jette von Smoker und so weiter und so fort, aber Kugeln müssten demnach auch möglich sein. Die Frage ist, wie man die schießen kann, ob die nicht ein bisschen ungeeignet dafür sind. Aber ich glaube, sowas ist auf jeden Fall ein gutes Foreshadowing darauf, dass das nochmal kommt. Aber dann kommt es zum interessanten Part, beziehungsweise zum Highlight der Folge, denn es geht ins Innere von Capone und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Capone hat ja die Burgfrucht, beziehungsweise die Festungsfrucht ist es ja, und dadurch hat er eine Burg in ihn drinne und in denen ist halt alles verkleinert. Also wir haben das auch mit so einer Aura dargestellt bekommen, alles außen drum wird dann vergrößert und alles in ihn verkleinert. Und da bekommt bekommt Sanji die Einladung zu einer Teeparty von Big Mom und das löst wohl den größten Schockmoment der ganzen Folge aus, denn auf dieser Einladung geht es um eine Hochzeit, an der Sanji teilnehmen soll und das Krasse ist nicht mal, dass jetzt Big Mom ihn zu einer Hochzeit einlädt oder so oder dass auch gleich erklärt wird, dass die Person, die Sanji heiraten soll, Big Moms Tochter ist, was natürlich alles krass ist. Das Krasse ist, wir erfahren Sanjis Familiennamen und das ist die Windsmoke-Familie und die scheint ein ziemlich geläufiger Begriff zu sein, zumindest bei Brook, bei Capone, bei den Leuten, die noch um Capone rumstehen und besonders bei Sanji, der mit wohl den krassesten Blick überhaupt da reinschaut. Ihr habt es ja auch auf der Thumbnail gesehen. Also wie er da guckt und Sanji ist echt schwer zu schocken teilweise. Also das hat wirklich richtig Gänsehaut-Feeling bei mir verursacht. Klar, das war auf jeden Fall, ich sag mal, das Highlight der ganzen Folge, dass wir seinen Familiennamen herausfinden. Ich meine, Brook hat ja direkt daraufhin gemeint, hey, ich bekomme direkt Gänsehaut, wenn ich einfach nur, ich sag mal, diesen Namen höre, obwohl er keine Haut hat. Hahaha, egal. Auf jeden Fall wird er dann direkt darauf erklärt, die Frage, die wir uns damals eigentlich gestellt haben, ich meine, ich weiß ja, wir beide sind auf Manga-Stand, wir haben uns damals die Frage gestellt, wie hat er die Redline überquert? Und das wurde im Manga eigentlich gar nicht gezeigt und im Anime haben die das genauer gezeigt und das ist das, was mir gefallen hat. Sowas bekommen wir im Manga nie zu sehen. Und das ist halt wirklich übertrieben cool dargestellt. Wir haben jetzt zum einen zum ersten Mal so eine geile Map dargestellt bekommen, von wegen East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, wie das aufgeteilt ist und vor allem auch, wie man wo rüberkommen kann. Auf jeden Fall stellt sich dann natürlich die Frage, wie ist er da rübergekommen? Da gibt es eigentlich zwei, drei Möglichkeiten so, wahrscheinlich noch mehrere, aber wenn man halt nicht irgendwie nur die beste Möglichkeit herausfindet, dann würde man eher dazu tendieren, zu sagen, hey, Sanji ist halt mit der Hilfe seiner Familie darüber gekommen. Aber wie, ist halt die Frage. Ja, das ist halt eine extrem interessante Frage, weil wir wissen alle, von wem die Redline kontrolliert wird und wir wissen auch, was für starke Leute da sich aufhalten, sage ich mal. Und demnach ist das auf jeden Fall nicht leicht und wir wissen auch, in welchem jungen Alter Sanji bei Jeff schon war, also im East Blue. Das heißt, das muss eine extrem schwierige Sache gewesen sein, da überhaupt drüber zu kommen. Und das macht es natürlich interessanter. Ist seine Familie irgendeine wichtige Person? So wie es dargestellt wird, hat seine Familie ziemlich großen Einfluss. Die Frage ist, wo haben sie Einfluss? Denn wenn es mit Big Moms Familie zu tun hat, da er Sanji Big Moms Tochter heiraten soll,
ist ein Zusammenhang zur Piraterie, aber es gibt vielleicht auch einen Zusammenhang zur Marine bzw. zur Weltregierung. Und das ist jetzt enorm interessant. Wie ist diese Familie gegeben? Also welchen Einfluss haben sie in der Welt? Und ja, das ist auf jeden Fall der Schockmoment der Folge. Und es ist dann nochmal ein weiterer Schockmoment. Wie gesagt, die Tochter, die da verheiratet wird, ist Big Moms Tochter und es ist die 35. Tochter. Das ist auch auf jeden Fall auch nochmal interessant zu wissen, dass Big Mom auf jeden Fall ein paar Töchter hat. Und es wird da auch nochmal erklärt, dass die Verheiratung quasi dafür sorgt, dass Big Mom ihre Macht erweitert. Heißt also, wenn Sanji mit Pudding verheiratet wird, heißt es einfach, dass die Strohhüte quasi unter Big Mom stehen und zu Big Moms Machtgefüge gehören. Und das will natürlich Ruffy nicht. Das hat auch Sanji eben mal fix erklärt mit einem schönen Satz, dass er Piratenkönig werden wird irgendwann mal. Und ja, das war auf jeden Fall so diese ganze Thematik zur Hochzeit. Eine andere Thematik, die aber schon wieder was extrem Geiles gebracht hat, nämlich Capones Kraft. Capones Kraft in seinem Schloss ist gottgleich und es ist wirklich so. Also das ist fast krasser wie Law, wenn er in seinem Room ist, denn Capone kann alles in sein Schloss machen. Denn wie es kommen muss, hat Sanji natürlich kein Interesse an dieser Hochzeit und die Strohhüter an sich auch nicht. Aber Capone macht ganz, ganz schnell klar, dass er hier am längeren Hebel sitzt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das war auf jeden Fall krass. Also wie er da alles manipulieren kann, ist halt echt heftig. Und ich finde, das ist eine wichtige Thematik für die Zukunft, dass Capone auf jeden Fall mit vielen, vielen starken Leuten in der neuen Welt mithalten kann. Es ist auf jeden Fall gut, dass du nochmal zu Capone sprechen kommst, denn ich habe mir gerade überlegt, wie soll ich auf ihn überleiten. Auf jeden Fall, Capone, wir haben was gesehen, was wir damals nur auf dem Sabaody-HGP gesehen haben. Und ich dachte mir so, hey, ich hoffe, das bekommen wir jetzt wieder gezeigt. Nämlich diese Art Aura, die um ihn war, als die Leute größer wurden, sage ich mal, die aus seiner Festung rausgelaufen sind. Da dachte ich mir, hey, damals war es ja etwas größer gezeichnet, aber vielleicht kann er das ja irgendwie kontrollieren, ab wann die Leute wirklich dann, ich sag mal, die normale Form annehmen. Ich sag mal, die Leute gehen aus der Festung raus, sind relativ klein, keiner bemerkt die und dann gehen die halt aus diesem Aurafeld raus und zack, hast du so einen perfekten Spionageangriff, sag ich mal, der aus dem Nichts kommt, so ein Hinterhalt. Auf jeden Fall noch zu Capones Festungsfrucht, sag ich mal. Das ist eigentlich auch eine sehr unterschätzte Frucht von den meisten. Viele meinen, hey, der kann ja gar nichts machen, der kann nur hier irgendwie rumschießen außen, der macht fast keinen Schaden. Aber ich sage ja, wenn die Leute erstmal innerhalb dieses Aurafeldes sind, dann können die eigentlich gar nichts mehr machen, die sind eingeschränkt. Also wirklich. Vor allem, wie der auch die da reingekickt hat. Ich meine, wir haben jetzt das leider nicht gesehen, aber im Manga haben wir gesehen, wie die reingezogen wurden sozusagen und so ein kleiner Einblick drauf. Natürlich haben wir es gesehen, wie Capone erstmal, ich sag mal, auf gut Gaming-Sprache AFK da stand, als er mit Sanji geredet hat. Da dachte ich mir zuerst, hey, vielleicht hat er nicht mehr die Kontrolle über seinen Körper. Aber dann am Ende der Folge wird das wieder widerlegt und gemeint, ja, hey, wir sind schon unterwegs zu Big Mom. Und da dachte ich mir so, okay, die Frucht ist übertrieben krass. Vor allem auch, wie er erschienen ist, ne? Die saßen sich ja gegenüber. Manga sah das aus wie eine Flüssigkeit, aber hier haben wir es gesehen, das sah etwas aus wie ein, ich sag mal, gasförmiges Material, keine Ahnung. Es war, ich glaube, rötlich oder sowas, ich weiß nicht mehr genau im Kopf. Das finde ich auch etwas fragwürdig. Ich meine, okay, Festungsfrucht, aber wieso gerade diese Farbe und wieso erscheint er so? Ich meine, der könnte sich auch irgendwie, keine Ahnung, Dragon Ball-like irgendwie hinteleportieren, wenn er schon die ganze Kraft da drin hat. Das ist wirklich fragwürdig, diese Frucht. Ja, aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall nochmal abwarten, weil ich meine, Capone, er kann sich da scheinbar auflösen und alles, aber ich meine, irgendwo müssen zum Beispiel auch seine Organe Platz haben. Es kann natürlich auch sein, dass die irgendwo Platz im Schloss haben, weißt du? So wäre ja da vielleicht eine Schwachstelle gegeben. Zweitens hat die Frucht natürlich auch einen krassen Überraschungseffekt. Brooke hat es eben schon angemerkt in der Folge mit, ja, dass er sich nur eingebildet hat, vermutlich, dass die aus ihm rausschießen, aber das hat er sich halt nicht eingebildet. Und ich glaube, wenn man ein paar Mal gegen Capone antritt, dann weiß man halt von solchen Dingen und hat dann auch vielleicht mehr Chancen. Aber was ich enorm krass fand, war, wie sich Capone und Sanji an so einem langen Tisch gegenüber sitzen, beide mit einer Zigarette im Mund, beziehungsweise Capone ja mit einer Zigarre. Das kam richtig badass rüber. Und ja, ich meine, die beiden sind schon auf einem ähnlichen Niveau, auch wenn Sanji jetzt nicht zu den Rookies gehört, aber ich denke, die bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau. Und nur jetzt, wo sie halt in Capone drin sind, hat Sanji auch keine Chance mehr. Und natürlich wird wieder Nami benutzt, um Sanji halt schwach zu machen, denn Sanji sagt dann halt aufgrund dessen, dass Nami angegriffen wird, okay, ich gehe quasi mit, beziehungsweise ich rebelliere hier nicht und dadurch kann sich Capone jetzt auf dem Weg zu Big Mom machen und
Das ist eine ziemlich schwierige Thematik, denn Big Mom ist ein Kaiser. Wir wissen, dass da ziemlich viele starke Leute sind. Auch Peckhams wurde ja eben erklärt, ist ein berüchtigter Pirat. Und Capone und ich glaube Vito ist auch nicht so schwach, so wie der da immer mit seinen Knarren rumwedelt. Und ja, demnach wird das auf jeden Fall noch sehr interessant. Und ich fand es wieder gut, dass auf die nächste Folge angespielt wurde, denn Vito flüstert auch Sanji etwas ins Ohr. Und darauf guckt Sanji wieder enorm entsetzt und fragt Capone, wie er das herausgefunden hat. Und das erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Was man aber dazu noch sagen kann, als sie sich gegenüber saßen, als Sanjis Zigarette auf den Boden gefallen ist, das wird uns im Anime nochmal ganz kurz in Zeitlupe gezeigt, da dachte ich mir so, okay, dann passiert genau das gleiche wie Manga wahrscheinlich. Die Zigarette hat einen Brand ausgelöst und Capone hat nicht mit seiner, ich sag mal, Gotteskraft in seinem Schloss irgendwie es automatisch auslöschen lassen. Nein, der ist aufgestanden und hat es niedergetrampelt, hat gemeint, yo, willst du meine Festung niederbrennen oder sowas? Da habe ich mich gefragt, vielleicht hat er gar keinen Einfluss auf andere Kräfte in seinem Schloss. Ja, das kann natürlich auch sein. Er kann zwar alles so kontrollieren, aber vielleicht der Bereich, also auf den irgendwas ist, was nicht von ihm kommt, weißt du? Dieses Schloss ist ja wahrscheinlich von ihm errichtet, aber die Zigarette in dem Fall ja nicht. Und das kann er dann vielleicht nicht kontrollieren, weißt du? Er kann ja da vielleicht nicht so die Gegenstände manipulieren. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Schwachstelle, weil irgendeine Schwachstelle muss es auf jeden Fall haben, denn sonst ist ja diesen Schloss einfach unbesiegbar. Aber ich fand es auch krass, wie diese Zigarette so angefangen hat zu brennen, so weißt du, durch diesen Willen quasi einfach so fumm, entfachte Sanji da so eine Flamme. Das war auf jeden Fall auch schon krass. Also so viel zur Folge. Ich weiß nicht, hast du da noch was zu sagen oder haben wir irgendwas vergessen? Nein. Nein, okay. Dann würde ich an dieser Stelle auch die Review beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Konstellation hier findet, dass wir jetzt die Review zu zweit aufnehmen. Dadurch kommt natürlich einiges mehr zustande. Heißt, wir können über viele Dinge mehr reden, beziehungsweise vieles im tieferen Detail besprechen. Und demnach würde mich eure Meinung dazu interessieren. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Review. Obwohl, nächste Woche fällt die Folge aus, kann das sein? Soweit ich weiß, fällt der Manga aus, aber ich weiß nicht, ob die Folge ausfällt. Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also gegebenenfalls sehen wir uns nächste Woche, eventuell auch übernächste Woche, Leute. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Ciao.